Die Frage wäre jetzt, einen Schritt zurückzumachen und zu schauen, was hat sich eigentlich geändert? Also wir haben so unterschiedliche Schritte gehabt, in denen sich Medien entwickelt haben. Also beispielsweise die Änderung des Buch, also der Buchdruck war, ein Medienbruch, ja, war eine Medienrevolution. Genauso aber auch die Entwicklung der responsiven Medien, das, was wir heute als neue Medien bezeichnen. Also Medien, die man nicht nur zur Rezeption verwenden kann, Fernsehen, Zeitung, Radio, sondern eben auch mit denen man, die man auch selbst gestalten kann. Ja, ich werde da gleich nochmal drauf eingehen, und wenn Sie sich an die vierte Veranstaltung erinnern, gesellschaftliche Medienentwicklung, da war das auch ein sehr zentraler Gedanke, eben nicht nur Medien, denken Sie an Niki, ja, also Medien rezipieren, sondern auch Medien aktiv zu gestalten. Das waren die responsiven Medien. Und jetzt gibt es noch eine Weiterentwicklung, nämlich jetzt wird die Basis dieser responsiven Medien und überhaupt aller Medien wird jetzt plötzlich digital. Und die Frage ist, was ändert sich dadurch? Und währenddessen noch Kolleginnen und Kollegen 2002, also vor etwa so 15, 20 Jahren, noch gesagt haben, die pädagogische Herangehensweise sieht zwischen alten und neuen Medien nur graduelle Verschiebungen, muss man heute sagen, dass die digitale Basis die Medien paradigmatisch geändert hat. Ich versuche das gleich nochmal zu begründen, was sich dahinter verbirgt. Damals wurde immer diskutiert, das ist ein Blick in die Zukunft. Wenn die Medien mal so responsiv sind, wenn die Medien digital sind, wenn jeder selbst hands-on, ja, Sie erinnern sich vielleicht an das Bild mit Dieter Barke und wie habe ich denn noch gezeigt? Kommt doch gleich nochmal das Bild. Erinnern Sie sich? Der die Radiotheorie geprägt hat? Wer weiß es von Ihnen? Ja? Genau, ja. Das heißt also, diejenigen, die sagten, man muss den Menschen die Kommunikationsmittel in die Hand geben, ja, um es ganz knapp zu sagen. Aber heute sind wir angekommen, könnte man salopp sagen. Heute sind wir in dieser Zukunft, die damals als Zukunft verstanden wurde. Und jetzt könnte ich noch über die Universalisierbarkeit des Codes erzählen, aber das wäre jetzt für heute zu viel, denke ich, zu komplex, würde jetzt nochmal eine eigene Sitzung bedeuten. Deswegen klammere ich das mal ein. Worüber wir aber schon auch gesprochen haben, sind die gesellschaftlichen Auswirkungen eines gesellschaftlichen kulturellen Wandels. Ja? Nämlich die spürbar werden. Ich hatte ja ein paar Aufweise dafür, hatte ich ja in der vierten Sitzung gebracht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den Sie vorhin auch erwähnt haben, nämlich die Interaktion. Das heißt also, was sich verändert hat, sind auch die Interfaces. Man könnte deutsch sagen, die Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. Oder man könnte sagen, dass die Tiefen, die Eingriffe in die Maschine andere sind. Dass man tiefer in die Maschine eingreifen kann. Über Jahre hatten wir die Möglichkeit, nur auf Ebene des Mediums mit der Maschine zu kommunizieren. Heute geht das tiefer. Ich zeige auch gleich so ein paar Beispiele, die das verständlich machen. Und es gibt den Begriff der Algorithmen, den klammere ich jetzt mal hier ein. Genauso aber auch die künstliche Intelligenz, da gab es ein paar Aufweise dazu in der vierten Sitzung. Im Wesentlichen interessiert mich heute und jetzt für dieses Thema die Interfaces und die Tiefen des Eingriffs in die Maschine und was sich da geändert hat. Aber zunächst mal würde ich nochmal kurz kurz erklären, was sich geändert hat von dem rezeptiven Medium zum responsiven Medium. Also nämlich ist auch eine Eingriffsmöglichkeit auf das Medium. Das heißt also, in den nächsten Minuten wird es um die Mensch-Maschine-Interaktion gehen. Sie haben es vorweg gesehen. Und die erste Herausforderung ist natürlich immer, wenn man sich mit Interaktionen beschäftigt, dass man erstmal klären muss, wer interagiert da eigentlich? Was sind das für Akteure, die da interagieren? Und da ist einfach die Herausforderung, dass wenn es sowohl um den Mensch als auch um die Maschine geht, dass diese beide erstmal unbekannt sind. Sogenannte Black Boxes. Kennen Sie vielleicht aus der Psychologie auch den Begriff. Das heißt, man weiß erstmal nicht, was macht die Maschine aus
wie funktioniert die Maschine, warum funktioniert die Maschine so, wie sie funktioniert. Stellen Sie sich jetzt keine einfache Maschine vor, sondern eher eine komplexe Maschine. Und der Mensch ist natürlich mindestens genauso komplex. Also warum, wer zu welcher Entscheidung kommt, ist natürlich immer ein großes Rätsel. Das heißt also, erstmal eine Herausforderung. Und interessanterweise gab es, das wissen Sie ja, bin ich nicht nur Erziehungswissenschaftler, sondern habe auch ein technisches Studium hinter mich gebracht. Und ich sah da eine Parallele, eine ganz interessante. Es ist nämlich vor über 40 Jahren in der Informatik eine ähnliche Herausforderung gab. Genauer gesagt in der Netzwerktechnik gab es eine ähnliche Herausforderung, dass bestimmte Schnittstellen nicht definiert waren. Und man aber gerne diese Schnittstellen definieren wollte, weil man Netzwerkprotokolle verbessern und vereinheitlichen wollte. Und im Zuge dessen hat man das OSI-Layer-Modell entwickelt. Haben Sie jetzt mal den Namen gehört, können Sie ihn gleich wieder vergessen. Aber dieses OSI-Layer-Modell ist insofern hilfreich für das weitere Verständnis, weil nämlich hier man eine sehr kluge Sache gemacht hat. Man hat die einzelnen Elemente, also beispielsweise jetzt könnte man das hier sehen als Maschine, das als Mensch, hat man zerlegt und hat Schnittstellen definiert und hat dadurch ermöglicht, das Netzwerk, das ist ein Standard, der bis heute noch gilt, und hat dadurch ermöglicht, dass unterschiedliche Personen zum Beispiel an diesen Protokollen arbeiten können, ohne dass sie sich ständig neu absprechen müssen. Das heißt, man hat sozusagen so eine Quasi-Theorie von den einzelnen Schnittstellen gebastelt. Ich will da jetzt nicht tiefer drauf eingehen, könnte man durchaus außer auch dazu eine eigene Vorlesung machen. Also man hat unterschiedliche Layer definiert und was Ähnliches, so sieht es dann, könnte das dann praktisch aussehen. Ja? Und etwas Ähnliches habe ich hier mit dieser Mensch-Maschine-Interaktion gemacht und das, also ein Modell entwickelt. Ein einfaches Modell, aber einfache Modelle sind ja genau dafür da, dass man die Möglichkeit hat, bestimmte komplexe Dinge dann dadurch zu verstehen. Und habe hier entsprechend den Mensch vom Medium und der Technik abgetrennt und damit eine Schnittstelle erzeugt, die wir uns jetzt genauer anschauen können. Also könnte man erstmal sehen, dieses rote Feld hier, da geht es um die technisch-physikalische Basis. Hier oben sind wir bei der Applikationsebene, bei der Software. Und das Medium ist erstmal, also die erste Erkenntnis aus dem Modell ist, dass wenn ein Mensch mit einer digitalen Maschine kommuniziert, dass man erstmal so etwas Mediales hat. Ja? Das heißt, also etwas Mediales könnte sein bei einer Maschine eine Tastatur, eine Maus oder ähnliches oder ein Bildschirm. Der Bildschirm ihres Smartphones ist ein Medium in dem Moment. Ja? Also praktisch etwas, was Ihnen den Zugang zu dieser Maschine ermöglicht. Und da kann man zunächst einmal, denken wir an ganz klassische Medien, denken wir auch an Massenmedien, an Fernsehen, Zeitungen. Da müssen sich dann bei der Zeitung müssen sich diese technische Ebene wegdenken. Aber Zeitung, Radio und Fernsehen zum Beispiel. Würde ganz gut passen. Und da gibt es zunächst mal einen Kanal oder eine Richtung. Das Medium bietet uns Informationen an. Informationen, die wir rezipieren können, die wir aufnehmen können. Und das verbunden dann mit der Frage, was machen die Medien mit uns? Was macht es beispielsweise, wenn ich einen Film sehe, wenn ich dieses Bild betrachte, wenn ich diese Radiosendung höre? Und das ist der erste Modus der Interaktion. Die Maschine gibt uns Informationen, wir nehmen sie auf und die Frage, die interessante Frage ist, was passiert da? Wer beschäftigt sich damit? Damit beschäftigen sich zum Beispiel Menschen, die in der Medienpsychologie forschen, die sich mit Medienwirkung beschäftigen. Und das Ziel, also das ist ein medienpädagogisches Ziel, wäre hier der kritische Rezipient. Geht es darum, ein kritisch reflexives Verständnis dafür aufzunehmen, wie Filme auf uns wirken beispielsweise, wie Medien auf uns wirken. Aber Sie merken,
ich hätte Ihnen nicht dieses Modell eingeführt, wenn da jetzt nicht noch mehr käme. Das heißt, da passiert jetzt noch ein bisschen was. Also das sind Beispiele, die lese ich Ihnen jetzt nicht vor. Das wäre zum Beispiel die Folien, die lasse ich Ihnen hier drin in dem Foliensatz und können sich die Beispiele in Ruhe anschauen. Jetzt ist interessant eigentlich der zweite Modus, nämlich erinnern Sie sich an Niki, das wäre sozusagen der erste Modus. Und der zweite Modus wäre, jetzt kommen wir in die responsiven Medien. Responsive Medien, die wir auch wieder zurück beeinflussen können. Ja? Und da ist nicht mehr nur die Frage interessant, was machen die Medien mit uns, sondern die Frage interessant, was machen wir eigentlich mit den Medien? Also beispielsweise, wie Rezo ein Video erstellen oder wie andere von Ihnen Fotos machen und die bei Insta hochladen. Oder. Ja? Also die Frage ist, was machen wir mit den Medien? Und da ist wiederum interessant, gerade jetzt für die Medienpädagogik, das gesellschaftlich handlungsfähige Subjekt. Das heißt also, in dem Moment, in dem das Netz immer zentraler wird, in dem das digitale Medien als Kommunikationsmedien immer zentraler werden, ist es natürlich wichtig, dass wir auch innerhalb dieser Kommunikationsform entsprechend mündig kommunikativ bleiben. Also, oder um es anders zu sagen, gesellschaftlich handlungsfähig. Und da erinnern Sie sich vielleicht an diese Folie, die ich Ihnen schon mal gezeigt habe, dass nämlich, und das ist das Zitat von Reinhard Keil, ein Paderborner Informatiker, dass nämlich da zum ersten Mal in unserer Mediengeschichte das Objekt der Wahrnehmung, also das Medium, auch unmittelbar zum Objekt der Manipulation werden kann. Und da hatte ich, also erinnern Sie sich bestimmt auch, darauf hingewiesen, Achtung, jetzt nicht den soziologischen und psychologischen Fachbegriff der Manipulation nehmen, in dem es um verdeckte Einflussnahme geht, sondern im wahrsten Sinne des Wortes, also Manus und Plere, also das heißt, ich habe es in der Hand, ich kann es beeinflussen. Ja? Also das heißt, ich kann ein Medium nicht nur verwenden dadurch, um etwas wahrzunehmen, sondern ich kann das Medium auch aktiv gestalten. Ich kann es verändern und anderen entsprechend dieses Artefakt zeigen. Ein Bild machen und das Bild bei Instagram, bei Facebook oder sonst wo hochladen. Das ist ein klassisches Beispiel. Und damit sind wir natürlich dann wieder bei Bertolt Brecht und bei Dieter Barke, die entsprechend gefordert haben, dass man den Menschen die Möglichkeiten, die Medien, die Werkzeuge zur Verfügung stellen soll, die ihnen ermöglichen, selbst teilzuhaben, selbst zum Kommunikanten, zum Kommunizierenden zu werden und nicht nur zum Rezipieren. Bei Bertolt Brecht ist dann natürlich ein politischer Gedanke dahinter, bei Barke auch, nur ist das entsprechend später. Denn Bertolt Brecht hat die Erfahrung gemacht, dass das Radio speziell in diesem Fall, ich hatte Ihnen das glaube ich auch schon gesagt, dass das Radio dazu geführt hat, dass Menschen manipuliert wurden, beeinflusst wurden durch das Radio und entsprechend instrumentalisiert. Und da sagte er, wenn alle die Möglichkeit haben, zu kommunizieren, dann kann es so etwas nicht mehr geben, dass Einzelne sich herausnehmen, zu bestimmen, was herrschende Meinung sein soll. Klammer auf, wieso? Ausrufezeichen, Klammer zu. Ja? Das heißt, wir haben das erreicht. Wir haben genau das erreicht. Es gibt eine Gegenöffentlichkeit. Es gibt nicht nur das Radio, das gleichgeschaltet ist, das Fernsehen, das von wenigen Leuten verwendet wird und entsprechend gesteuert wird. Wir haben diese Gegenöffentlichkeit. Das ist positiv. Das ist sehr positiv. Wir müssen nur noch ein bisschen besser lernen, damit umzugehen.